Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghund. Wir kommen gerade zurück von der Cutbike, beziehungsweise sind noch auf der Cutbike auf den letzten Kilometern. Hinter uns das wunderschöne Kaisergebirge und vor uns die zwei Testbikes, die wir hier ausprobiert haben auf der Tour. Worum es da geht, das sage ich gleich. Einmal haben wir hier das Fully, das Turbo Tero X 6.0 und hier auf der linken Seite von mir aus gesehen das Turbo Tero 4 EQ. Für Equipped steht das Ganze. Was es mit den Bikes auf sich hat, wie sie sich auf der Tour bewährt haben, darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei! Fangen wir mit dem Bike an. Da sage ich gar nicht so viel dazu. Das ist ja schon länger auf dem Markt. Das Turbo Tero 4 EQ. EQ steht eben für Equipped. Sprich, hier ist ein Gepäckträger drauf, Schutzbleche sind dran, eine Beleuchtungsanlage und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das überhaupt für ein Bike? Specialized bewirbt es als sogenanntes SUV-Bike. Sprich, das ist von der DNA her ein MTB Hardtail. Es gab ja früher mal das Turbo Levo und das erinnert mich doch sehr stark daran. Allerdings jetzt in der modernen Ausstattung eben mit diesen gerade genannten Features. Was haben wir verbaut? Eine NX-Schaltgruppe, 1x11-fach. Und natürlich der Specialized 2.0 Motor, hier mit einem Drehmoment von 70 Newtonmeter. Zum anderen Bike sage ich gleich was im Vergleich. Vorne ist eine Federgabel mit RockShox Recon Silver mit 110 mm Federweg. Und was ihr jetzt hier seht, ist unser ganzes Gepäck, was wir auf der Tour dabei hatten. Sprich, wir haben oben einen Gepäckträger drauf, wo wir hier nochmal einen Seesack haben. Und links und rechts zwei Gravel Packs, damit ihr so ein bisschen einen Größenvergleich habt von der ganzen Geschichte. Ja, vorne haben wir noch eine Fronttasche dran, die finden wir auch mal ganz praktisch für die Tour. Was ist noch interessant, das ist eine 29 Zoll Bereifung mit dem Ground Control in einer Breite von 2,35 Zoll, also schon ordentlicher Reifen mit ordentlichem Grip, mit der T5 Gummimischung, also die bietet wirklich guten Grip. Ansonsten ist die Ausstattung nicht überragend, wir haben die SRAM Guide T Bremse drauf. Die fanden wir jetzt so im Test ein bisschen schwach, vor allen Dingen, wenn es wirklich steil bergab geht und man viel Gepäck dabei hat, so wie jetzt. Da kommt man so ein bisschen ans Limit. Wir mussten auch ein paar Mal bei einer längeren Abfahrt stehen bleiben, ein bisschen die Bremsen abkühlen lassen. Also wenn wir mehrere hundert Höhenmeter wirklich runterbremsen mussten, dann war das nötig. Vorne ist eine 200 mm Bremsscheibe verbaut und hinten eine 180 mm Bremsscheibe. Ansonsten ein schönes Bike mit einem großen Alltagsnutzen. Das ist eben auch dafür gedacht, wirklich Gepäck zu transportieren oder, wenn man das Gepäck runternimmt, hat man ein schönes MTB Hardtail, mit dem man auch richtig im Gelände fahren kann. Was wir sogar unfreiwillig ein bisschen testen konnten, war die Qualität der Schutzbleche. Gestern hat es mal richtig geregnet, das haben wir allerdings nicht gefilmt. Da sind wir schön trocken geblieben, zumindest von unten hat es nicht hochgespritzt, weil die Schutzbleche sehr lang runtergezogen sind. Und das seht ihr jetzt dann auch gleich auf dem zweiten Bike. Ja, kommen wir zu dem neuen spannenden Bike. Das ist ebenfalls das Turbo Tero, allerdings nennt sich das Turbo Tero X 6.0. Das ist die hochwertigste Ausstattung. Hat einfach noch mal ein paar bessere Features als das andere Rad, das ich euch gerade gezeigt habe. Insbesondere hat es jetzt, wie man sieht, es ist ein Fully. Und was es noch ist, es hat einen sogenannten Mullet-Antrieb. Das heißt, ich habe vorne ein großes 29 Zoll Laufrad, hinten 27,5 Zoll. Ebenfalls mit Gepäckträger und eben als Fully habe ich hier auch ein Gelenk. Da vielleicht noch eine Besonderheit. Es gibt verschiedene Arten von Gelenken bei Mountainbikes. Also das gilt auch eben auch als SUV-MTB. Sprich, es soll nicht nur für den Alltag in einem Einsatz sein, sondern auch wirklich im Gelände. Und das haben wir jetzt, weiß Gott, ausprobiert. Richtig Offroad, bergauf und bergab. Und ebenfalls kann man hier viel Gepäck drauf befestigen. Es ist nämlich auch ein Gepäckträger verbaut. Wenn man das jetzt schöner sieht, nehme ich jetzt mal hier die Tasche runter, dass man das besser sehen kann, das Bike. Also nehmen wir mal die Taschen weg. Und was man auch sieht, ich kann das Rad loslassen. Ein Seitenständer ist auch verbaut, was natürlich praktisch ist für den Alltag, dass das Rad leicht abzustellen ist. Man hat sogar hier einen Flaschenhalter, der noch möglich ist zu montieren. Und eben jetzt sieht man auch schön diesen Gelenkrahmen hinten, also die Hinterbaufederung. Die ist ein bisschen einfacher, habe ich gesagt, jetzt als zum Beispiel bei dem Turbo Levo. Das macht aber nichts. Das ist ja vom Einsatzzweck her nicht für den extremen Mountainbike-Einsatz, sondern für den Trail-Einsatz durchaus geeignet. Allerdings eben kein Downhill oder wirklich extremes Gelände. Deswegen reicht dieser Hinterbau völlig aus. Er ist von der Wartungsarmut ein bisschen besser, weil er einfach weniger bewegte Teile hat. Soll ja eben auch für den Alltag geeignet sein. Ja, was fällt jetzt noch auf?
Eben die Schutzbleche, im Prinzip genau die gleichen wie bei dem anderen Bike, die wir gerade gesehen haben, mit dieser Schutzblechverlängerung hinten. Und was ich sehr gut finde, die sind aus Edelstahl, diese Drytec-Schutzbleche, sehr stabil. Die tragen hier bis zu 20 Kilo Gepäck, obwohl das ein Fully hinten ist. Wir sind jetzt auch ganz gut beladen, das fährt sich wirklich sehr gut. Ja, kommen wir vielleicht zu auch einem wichtigen Feature, das ist natürlich der Motor. Im Prinzip genau der gleiche Motor wie beim anderen Bike. Der Brose-Motor, den eben Specialized mit einer eigenen Software ausgestattet hat, der liefert jetzt hier maximal 90 Newtonmeter, also nochmal 20 Newtonmeter mehr als bei dem anderen Bike. Und bergauf ist es natürlich sehr angenehm, wenn man mit Gepäck unterwegs ist, dass man besser hochkommt. Und was ich noch gar nicht gezeigt habe, ist jetzt hier die versenkbare Sattelstütze. Man hat links den Knopf, wenn ich hier drauf drücke, kann ich hier bei dieser Rahmengröße, habe ich 190 mm Hub. Also recht ordentlich. Ja, dann kommen wir vielleicht vorne noch dazu. Die Gabel, eine RockShox Lyric Select Plus. Also wirklich eine hochwertige Gabel, die man auch gut einstellen kann. Mit Luftfederung selbstverständlich, dass man es auch aufs Fahrergewicht einstellen kann. Ebenfalls ein RockShox Dämpfereinheit hier in der Mitte, wo ich bis zu 120 mm Federweg habe. Und jetzt kommen wir nochmal zur Bereifung. Hinten, wie gesagt, der ist etwas kleinere, 27,5 Zoll Laufrad und vorne 29 Zoll. Als Bereifung ist auch hier der Ground Control Reifen drauf. Das ist dieser, ja, schon traillastige Reifen von Specialized. Fährt sich sehr gut. Der ist hier sogar in einer etwas weicheren T7 Gummimischung drauf. Und auch die Karkasse ist nochmal extra verstärkt. Das ist nämlich die Grit Karkasse. Also sprich, die ist gegen seitliche Beschädigung nochmal besser geschützt. Ebenfalls sehr schön sind die Roval-Laufräder, also Alu-Felgen mit einer Maulweite von immerhin 30 mm, während bei dem anderen Bike bloß 25 mm waren. Hat den großen Vorteil, man kann mit etwas weniger Luftdruck fahren, hat mehr Traktion und es macht einfach auf dem Trail nochmal mehr Spaß. Jetzt vielleicht dann, dass wir uns die letzten Punkte angucken von der Ausstattung. Ich drehe das Bike, damit man das schöner sieht. Ihr seht, der Lenker ist auch ziemlich breit, 75 mm. Ebenfalls, genau wie bei dem anderen Bike, die Bremsanlage, habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist eine SRAM Code RSC, also eine wirklich hochwertige Bremsanlage. Die macht auch Spaß, lässt sich gut dosieren, lässt sich hier vor allen Dingen wunderbar einstellen. Auch mit der Griffweite und mit dem Abstand der Bremsbacken zu den Bremsscheiben lässt man sich, kann man das einfach hier nachregulieren. Macht wirklich Spaß. Die ist auch recht standfest und ist wirklich schön zum Fahren. Was man hier noch sieht: der Akku ist hier im Unterrohr integriert, genau wie bei einem anderen Bike. Und hier habe ich eine Ladebuchse. Wenn ich hier hingehe, die ist magnetisch, kann ich das aufmachen, lass los, dann ist sie wieder zu. Wenn ich den Akku entnehmen möchte, gibt es hier einen Schlüssel und hier einen Hebel. Also ich stecke den Schlüssel rein, dann kann ich den Hebel hier nach rechts schwenken und den Akku nach unten aus dem Oberrohr rausklappen. Das ist sehr schön gemacht. Der hängt nämlich oben nochmal an einem Art Gelenk fest. Also der fällt nicht einfach raus, wenn ich das hier öffne, sondern man kann den rausschwenken und dann ein bisschen nach oben anheben und schön aus dem Rahmen entnehmen. Einfacher ist natürlich, man lädt ihn direkt im Rahmen. Da muss man gar nicht rausnehmen. Aber man kann das eben jetzt sehr einfach selber machen. Das finde ich wirklich eine klasse Sache. Schauen wir uns jetzt nochmal hier den Akku an. Also hier ist das Loch, das Schlüsselloch, nach rechts gedreht. Dann kann ich hier diesen Hebel runterdrücken und dann... Jetzt ein bisschen streng, aber jetzt ist der Akku schon heraus. So habe ich ihn in der Hand. Und ihr seht, hier ist dieser Ladeanschluss. Der ist normalerweise hier durch diese Klappe erreichbar. Also nochmal, wenn ich das aufmache, das ist magnetisch. Lasse ich es los, ist wieder zu, wirklich toll gelöst. Und das ist eben dann der Zugang hier zu diesem Ladeanschluss. Und den Akku umgekehrt, hier sieht man dieses Gelenk, also diese, ja, Gelenk kann man schon sagen, wo er eben befestigt ist, den führe ich genauso oben wieder ein. So, und jetzt Achtung, genau hinhören. Jetzt ist er eingerastet. Ich lege den Hebel wieder zurück. Jetzt ist er fest. Ich ziehe den Schlüssel raus. Das war's. Also wirklich sehr schön, sehr einfach gelöst. Was ich euch jetzt noch zeige, ist hier der Lenker, die Ergonomie. Hier ist dieses neue Mastermind CCD Display verbaut. Langer Name. Ist schön gemacht. Ihr seht, das startet auch sehr schnell. Ich hoffe, man kann es jetzt in der Sonne sehen. Ist wirklich top ablesbar, auch wenn es jetzt hier ein bisschen spiegelt durch das Sonnenlicht. Man hat hier links die Bedieneinheit plus minus, natürlich die Unterstützungsstufe, die ich wählen kann. Und man hat zwei Funktionstasten. Hier ist F1 und hier ist F2. Da kann man nochmal
verschiedene Funktionen auswählen. Insbesondere hat man hier, jetzt wenn ich auf Plus gehe, eine sogenannte Schiebehilfe. Wenn ich da länger drauf gehe, dann erscheint im Display, jetzt muss ich hier erstmal kurz einschalten, ein Unterstützungsmodus. Wenn ich jetzt hier auf Plus drücke, kommt irgendwann Walk. Ja, und dann fährt das Rad los. Also muss ich stehen bleiben, sonst schiebt es mich voran. Das ist eine sehr praktische Variante, wenn es wirklich mal steil bergauf geht und man muss das Rad schieben. Was wir jetzt noch haben, also ich jetzt gar nicht groß erklären werde, ist überhaupt zu dieser Mission Control App, die ist wirklich toll gelöst, was man da an Funktionen machen kann. Man kann sich zum Beispiel ausrechnen, wie viel Höhenmeter und Kilometer man fahren möchte und dann rechnet einem diese Head Unit automatisch aus, welche Unterstützungsstufe einem der Motor geben kann, dass man noch mit einer gewissen Rest-Akku-Laufzeit, die man übrigens frei wählen kann, wie hoch die sein soll, also Prozentsatz an Akkuladung, man am Ziel ankommen möchte. Eine tolle Lösung. Haben wir ausprobiert, funktioniert super. Ich habe mir jetzt hier vorne noch für die Navigation, wie man sieht, mein Hammerhead von Hammerhead, das Karoo 2 montiert. Finde ich sehr schön. So von der Ergonomie, da ist es gut ablesbar. Ich habe beides im Blick. Hier vorne eben meine Geschwindigkeits- bzw. Tachofunktion, also ich kann hier eben durchschalten. Das mache ich mit dieser F1-Taste. Dann habe ich hier andere Anzeigen, also je nachdem, wie ich das möchte. Und dann hier vorne eben meine Navigationsfunktion. Die Ablesbarkeit jetzt hier im strahlenden Sonnenlicht, ich weiß nicht, der spiegelt ja glaube ich auf der Kamera ein bisschen, man kann es wirklich perfekt noch erkennen. Hier unten das Mastermind-Display, gut, jetzt noch die Anzeige ist sehr groß, ich habe nur die Geschwindigkeit jetzt eingeblendet. Oben im Vergleich der Karoo sieht man auf der Kamera wahrscheinlich fast gar nichts mehr. Den kann ich jetzt auch noch ganz gut lesen, aber hier eben das Display ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Das macht wirklich Spaß. Was man noch machen könnte, was ich auch ausprobiert habe, man kann hier diesen Tacho, diese Einheit abnehmen. Und jetzt seht ihr unten drunter, das ist im Prinzip eine Garmin-Halterung. Und mit einem Adapter könnte man auch den Hammerhead genau hier über dem Vorbau installieren, habe ich ausprobiert. Und dann eben hier das daneben, finde ich allerdings vom Ablesen her nicht ganz so gelungen. Deswegen habe ich es jetzt mit dieser extra Hammerhead-Halterung den Karoo hier vorne befestigt. Das gefällt mir noch besser. Aber grundsätzlich, das funktioniert. Also wenn man das haben möchte, kann man es so auch machen. Jetzt zeige ich euch gleich, wie es wieder drauf geht. So, das war jetzt live. Funktioniert, man kann es auch im Winkel einstellen, wirklich toll gelöst. Hier eben die Bedienung für die Dropper Post, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kommt eben die Sattelstütze wieder hoch. Was man hier noch sieht, hier drüben, der Knopf, das sieht man zwar nicht, da kann man nochmal ein Fernlicht einschalten. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, jetzt ist es blau, bei dem hellen Licht sieht man es nicht wirklich, dann habe ich vorne ein Fernlicht eingeschaltet. Ja, und eben die Anzeige hier kann ich mir individuell auch nochmal einstellen. Das geht alles über diese Mission Control App, was sehr einfach funktioniert, selbst als Nicht-Technik-Nerd. Was ich noch gar nicht erzählt habe beim Cockpit, wir haben hier Ergon-Griffe, die sind wirklich sehr schön, greifen sich hervorragend. Man kann die ja auch im Winkel entsprechend einstellen. Die haben wir privat auch, zwar nicht genau das Modell, aber eben auch von Ergon. Finden wir super, dass die hier eben schon standardmäßig dabei sind. Und was ihr jetzt seht, so sieht das Bike aus, wenn die Sattelstütze unten ist. Also zum Bergabfahren ist es wirklich toll, wenn ich mir jetzt hier so drauf stelle. Man kann wirklich richtig weit hinter das Bike gehen zum Bergabfahren. Das macht wirklich Laune, man hat den Sattel eben nicht im Weg. Was wir jetzt noch montiert haben, sind so Kombi-Pedale, die sind standardmäßig nicht dabei, die finden wir aber für so ein Bike wirklich ideal. Man kann mit normalen Alltagsschuhen fahren, hat auf der einen Seite eben diese Pins und auf der anderen Seite diese SPD-Möglichkeit zum Einklicken für die Mountainbike-Schuhe, dann hat man einfach nochmal einen besseren Stand. Ja, ansonsten das Bike, man kann hier noch viel mehr Teile anbauen, sogar vorne so eine Art Pizza-Rack ist möglich, da kann man diese Kappe hier entfernen, das zeige ich jetzt nicht alles im Detail. Ja, kommen wir zum Fazit. Für wen eignet sich dieses Bike? Also ganz klar, wer gerne auf Tour geht, übernachtet, wo man den Akku gut nachladen kann, wer gerne auch mal einen Trail fährt und nicht nur hier auf dem Radweg, auf dem Asphalt entlang, würde ich sagen, mit dem Bike wirklich toll. Wir haben einen S2 Trail ausprobiert, was für mich schon wirklich eine Herausforderung ist und es ging tadellos, trotz Schutzblechen. Ein paar Leute haben auch geguckt nach dem Motto, was ist das für ein Bike, schaut ja cool aus und so fährt sich's auch. Also wir waren beide ziemlich begeistert, haben die Bikes auch mal untereinander getauscht, um zu sehen, wie sie sich fahren. Wir sind damit wirklich sehr zufrieden, hat richtig Spaß gemacht und deswegen an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Specialized, die uns die Bikes für diesen Test hier zur Verfügung gestellt haben. Und damit würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und damit bis zum nächsten Mal. Servus!